Ja, hallo Leute, ein neues Review heute von mir. Habe ich euch wieder die Ice Drops, das Shisha Gel mitgebracht, was ich auf der Messe bekommen habe. Hier in der Geschmacksrichtung Mojito, ist der letzte von denen. Hier seht ihr wieder gelige Masse, den Shit könnt ihr selbst bestimmen. Und das erste, was mich daran direkt einfach stört, ist, es ist Mojito. Mojito ist ein Tabak, der mit, ich glaube, Lemon und auf jeden Fall ist es eigentlich immer was Grünes. Ja, hier ist auch grün drauf. Warum zur Hölle ist das Zeug rot? Da hätte man ja wenigstens mit Farbstoffen arbeiten können und es grün machen können. Warum ist es rot? Naja. Der rote Mojito. Ich finde, er riecht leicht nach einem Lemon Mint. Hat er noch eine richtige frische Note? Vielleicht noch so, also nach einem Lemon Mint, also die Minznote riecht man. Also ein Mojito kommt auf jeden Fall nicht dran. Das riecht nicht schlecht, ja. Also vom Geruch würde ich sagen, es ist so ein Durchschnittstabak mit 7, 8 Punkten, ja. Beziehungsweise Durchschnittsersatzprodukt. Es riecht nach, ja, so einem Wickbonbon. Geht aber eher ins Süßlichere. Der Rest ist nicht wirklich zu beschreiben, finde ich. Ja, Setup seht ihr eingeblendet. Ich rauche wieder auf dem Shiner Head mit der NPS, dem Shisha Sky Glove Schlauch. Habe zwei lang dickere Alufolien auf dem Shiner Head. Habe drei Kohlen drauf, das waren die Club Zürich Fehlproduktion, drei Kohlen, wie ihr seht, die gehen nicht wirklich an, geben nicht viel Hitze, daher habe ich drei genommen. Ansonsten hätte ich zwei genommen, ne? Ja, die Rauchentwicklung ist sehr gut, wie ihr seht, ist halt ein Tabakersatzprodukt, ne? Muss man nicht viel zu sagen, sind ja eigentlich nur Aromen und Molassen, Glycerin ist auch mit bei und ja, nach wonach schmeckt das Ganze? Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, der Geruch war sehr unintensiv und beim Rauchen ist das Ganze noch abgeschwächter. Ja, man hat so eine leichte, ganz, ganz sanfte Lemon oder irgendwas Fruchtiges mit ein bisschen Minze. Es ist kaum zu definieren, es ist auf jeden Fall ein ganz leichter Geschmack. Ich trinke ihn bei Bier und mein Biergeschmack ist auf jeden Fall, den ich auf der Zunge habe, der ist noch stärker als das, was hier rauskommt. Ja, aber doch, jetzt kann man so ein bisschen zu vollmundig leicht nach dem, was er gerochen hat, aber ist nicht wirklich intensiv, ja. Also, von mir wird der Tabak, also dieses Ersatzprodukt, sehr schlecht bewertet werden, weil er ist einfach sehr unintensiv, ja. Ich werde ihm gleich noch richtig Hitze geben, das heißt Windschutz drauf und volle Hitze, Kohlen in die Mitte, damit das Zeug einfach nur raucht, weil schmecken tut man da eh nicht viel. Das war auch mein letztes Video von diesem Ice Drops Shisha Gel. Ich hoffe, es hat euch im Allgemeinen gefallen. Bin gespannt, wann es nach Deutschland kommt und ob es sich durchsetzen wird. Ja. Ansonsten, ich finde, es gab da ein, zwei Sorten, die waren nicht schlecht. Aber es gibt auch Sorten wie der Mojito, die enttäuschen total. Und ja, ist halt überall so. Ihr könnt es ja ausprobieren und könnt selber eure Erfahrungsberichte dazu schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Boogie.